Die Energieregion Zürich-Selind hat sich 20 dieser tollen E-Bikes gekauft und stellt sie der Bevölkerung zur Verfügung als Testfahrzeuge. Wie kam es zu dem Projekt und was ist der Hintergrund? Genau, wir haben 20 so Velo zur Verfügung gestellt für Testfahrerinnen und Testfahrer, damit sie das im Alltag können ausprobieren können und damit sollen die Fahrten im Alltag mit dem E-Bike machen, anstatt mit dem Auto. Und Sie greifen dabei auf einen lokalen Velohändler zurück? Ja, es ist eine Start-up-Firma, die in Rapperswil in Ingenieure so ein Velo entwickelt hat. Und mit einem Beschäftigungsprogramm, Arbeitslosenbeschäftigungsprogramm, hat man die Velo zusammengestellt. Darum hat es sehr gut gepasst in die Region. Und darum haben wir uns für diesen Typ entschieden. Wir glauben, er passt sehr gut in die Stadt, er passt sehr gut in die Region. Er gibt so ein neues Fahrgefühl. Wie läuft aktuell das Projekt? Wie schwierig war es, Testfahrer zu finden? Sind die Fahrräder gut angenommen worden? Ja, sehr viele Leute haben den Plausch bekommen daran, haben sich gemeldet, so Testfahrten können zu machen. Und auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind weitgehend positiv. Es sind sehr viele Leute, die gesagt haben, hey, das ist cool, ich habe so und so viele Fahrten damit gemacht, im Nahverkehr insbesondere, wo ich das Auto nicht gebraucht habe, wo ich das Auto daheim gelassen habe, wo ich aufs Velo zurückgegriffen habe. Wir haben auch einige Leute, die einen Arbeitsweg damit bestreiten, jetzt schon den zweiten Monat unterwegs sind damit, schon x 100 Kilometer abgespult haben, die damit wirklich andere Fahrten ersetzen. Wie werden Sie das kommunikativ auswerten? Ja, die Idee ist, dass man im Sinne von Storytelling darüber erzählt. Wir tun in den Gemeindemitteilungsblättern, aber auch in der Presse aufzeigen, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Zum Teil haben wir das bereits gemacht und bebildern auch. Es soll sympathisch rüberkommen, eine neue Verkehrsform zu nutzen. Konkret, wir haben einfach festgestellt, aus dem Gesamtverkehrskonzept der Region, dass man den Langsamverkehr, dass der noch ein grosses Potenzial hat. Und darum meinen wir, ist es richtig, dass man dadurch noch mal ein bisschen kommunikativ etwas pusht. Ist der Leidensdruck denn besonders groß hier in der Region Zürich-Selind, dass Sie zusätzlich E-Bikes pushen? Man kann ja so ein bisschen ketzerisch sagen, die E-Bikes sind eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft schon sehr gut angekommen. Und ist es notwendig, denen nochmal zusätzlich einen kleinen Schub zu geben? Wir glauben schon. Wir glauben, der Langsamverkehr hat noch Potenzial. Und da ist es gut, dass die Leute aufmerksam werden, dass man eben mit dem Velo auch ganz bequem unterwegs sein kann. Und es hat auch den verkehrlichen Aspekt. Wir haben es jetzt gerade gesehen, wir haben hier eigentlich eine eigene Spur, fast eine Überholspur mit unserem E-Bike, während dem nebenzu der Verkehr sehr dicht ist. Wir möchten einen Beitrag leisten, einerseits für den Langsamverkehr fördern und andererseits eben, um den Verkehr auch mit weniger Energie können zu bewerkstelligen. Gibt es bekannte Reaktionen von den Velohändlern oder wissen Sie schon, dass welche von den Testfahrern sich direkt entschieden haben, selbst eins zu kaufen? Nein, das wissen wir nicht, aber die Velohändler in dem Sinn gehen wir davon aus, dass die auch profitieren können, weil das ist ein spezielles Velo, man fällt mit dem sofort auf, es wird beachtet und das wollen wir ja gerade für unser Projekt, dass die Elektromobilität mit den E-Bikern auffällt. Für das ist es gut, aber nicht jedem Testfahrer ist jetzt das genau das Modell, das ihm gefällt. Und durch das gehen wir davon aus, dass doch einige beim Händler nachher den Typ Velo suchen, der für sie stimmt und passt. Und dann ist, glaube ich, das Ziel erreicht. Es gibt von den E-Bikes zwei Varianten, die mit Nummernschild und die ohne Nummernschild. Was steckt da dahinter? Grundsätzlich sind beide Velo gleich ausgerüstet, jetzt in unserem Beispiel. Beim einen ist einfach elektronisch limitiert, dass er nur bis 25 unterstützt und darüber nicht. Bei dem ist es bis 45. Es kommt auf den Einsatzzweck drauf an. Es gibt Leute, die vor allem im städtischen Umfeld fahren, da langen eigentlich 25 fast immer. Und insbesondere, wenn es darauf geht, hat man eine angenehme Unterstützung. Andere, die eine Strecke pendeln, vielleicht von St. Gallen-Kappel auf Rapperswil, die geniessen es natürlich, wenn sie ausserorts auch mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Sie sind dann wirklich zügig daheim, respektive zügig am Arbeitsplatz.
Wir haben versucht, möglichst viele verschiedene Leute anzusprechen. Jung und alt, Mann und Frau. Es können Pendler sein im fortgeschrittenen Alter, die froh sind, dass sie Unterstützung haben. Es können aber auch Leute sein, die einen Hänger ziehen, einen Veloanhänger, vielleicht mit Kind drin oder so. Wir haben einen ganzen Haufen verschiedene Leute, die sich hier angesprochen gefühlt haben und mitmachen. Interessant ist, es sind ein bisschen mehr Männer als Frauen. Woher kam die Idee für das Projekt und wie war der Ablauf zum Kauf der E-Bikes? Ja, die Idee ist von zwei Seiten her entstanden. Einerseits aus dem Gesamtverkehrskonzept heraus, wo man festgestellt hat, dass man den Langsamverkehr noch zusätzlich möchte fördern möchte, weil da sehen wir noch Potenzial. Und andererseits eben auch aus der Arbeitsgruppe Energie von der Energieregion Zürichsee-Lindt, wo gesagt hat, wir möchten versuchen, auch im Verkehrsbereich weniger Energie zu verbrauchen. Und das ist zweifellos der Fall, wenn man anstelle von einem Auto ein E-Bike benutzt. Juli, du bist jetzt das erste Mal mit so einem E-Bike gefahren, da von unserer Aktion. Wie fühlst du dich? Ja, war eine interessante Erfahrung. Ich muss zugeben, hat Zunder. Ist relativ schnell, wenn man reintritt in die Pedale. Aber hat Spaß gemacht. Die E-Bikes sind ja doch relativ auffällig. Wie kam es zu der Entscheidung, genau die Variante zu kaufen? Es war im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend. Sie sind in Rapperswil entwickelt worden. An der HSR da werden sehr viele Sachen entwickelt im Bereich Energie und Mobilität. Und so hat es ein Start-up gegeben, daraus, wo ein Ingenieur das Velo entwickelt hat. Und in einem Arbeitslosenbeschäftigungsprogramm hier am Standort sind die Dinge dann zusammengebaut worden. Wir haben gefunden, das passt sehr gut zu der Stadt, zu unserer Region. Das passt sehr gut, auch weil sie auffallend sind. Man schaut nach ihnen. Das fällt einem auf, wenn man unterwegs ist damit. Die Leute rollen den Kopf. Es wird beachtet. Und das hat wirklich für uns eine wichtige Bedeutung in diesem Projekt, dass es gesehen wird, dass die Leute aufmerksam werden. Ein E-Bike, es macht Spass im Alltag und man kann wirklich neue Mobilitäten miterleben.